Halo, gute naben, dobroveče, dobrodošli u novu video lekciju. Danas ćemo prebacivati rečenice iz prezenta u prošlo vreme, preterit ili perfekat, vidjet ćemo od čega to zavisi, i obrnuto. Ako je već u prošlom vremenu, vraćat ćemo je u prezent. Ako ste spremni, krećemo odmah. Dakle, počinjemo broj 1. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ja sam učiteljica po zanimanju. Ich bin Lehrerin von Beruf. Glagol je biti. Ja sam. Da bismo rekli ja sam bila učiteljica po zanimanju, koristeći preterit glagola sein, reći ćemo ich war Lehrerin von Beruf. Ich war Lehrerin von Beruf. Više nisam, bila sam. Ich war Lehrerin von Beruf. Dakle, ich bin, ja sam. Ich war, bio sam, bila sam. Ich war. Broj 2. Seine Frau hat ihn verlassen. Seine Frau hat ihn verlassen je rečenica u kom vremenu? Prošlom ili sadašnjem? Hat ihn verlassen, u prošlom. Dakle, njegova žena je ga je napustila juče, prošle nedelje, prošlog meseca. Dakle, rečenica je u prošlom vremenu. Mi hoćemo da napravimo da bude u prezentu, pa da kažemo njegova žena ga napušta. Seine Frau, znači glagol verlassen, treće lice, verlässt ihn. Seine Frau verlässt ihn. Dakle, napušta ga, napustila ga je, hat ihn verlassen. Ok, možemo na sljedeću. Du kommst immer zu spät. Das ist ärgerlich. Du kommst immer zu spät und das ist ärgerlich. Uvek kasniš i to je iritirajuće, to me nervira. Du kommst immer zu spät, das ist ärgerlich. Dakle, rečenica du kommst immer zu spät je u kom vremenu? U sadašnjem ili u prošlom? U sadašnjem. Das ist ärgerlich, sadašnje. Znači, sad hoćemo da napravimo prošlo vreme. Ti si došao kasno. Du bist zu spät gekommen. Du bist zu spät gekommen. To je bilo. Das war ärgerlich. Dakle, du bist zu spät gekommen. Das war ärgerlich. Dakle, perfekat od glagola kommen, ist gekommen, bist gekommen, dakle glagol sein kao pomoćni glagol, to pazite. Znači, du kommst, ti dolaziš, du bist gekommen, ti si došao. Das ist, to je, u prošlom vremenu, das war wirklich ärgerlich. Wirklich ärgerlich, dobro. Ajmo dalje, koji je broj? Broj 4. Vor 7 Jahren waren wir Freunde. Osmičenica već radili neke od njih, vežbali. Znači, vor 7 Jahren waren wir Freunde. Pre 7 godina smo bili prijatelji, sada više nismo. Znači, u pitanju je prošlo vreme. Tako da ovoga da napravimo nešto sadašnje vreme, ali da rečenica ima smisla. Pošto nema smisla reći pre 7 godina smo prijatelji. Znači, jedino da kažemo mi smo prijatelji od pre 7 godina. Wir sind seit 7 Jahren Freunde. Wir sind, mi smo, seit 7 Jahren Freunde. Mi smo od pre 7 godina prijatelji. Wir sind seit 7 Jahren Freunde. A bili smo, wir waren vor 7 Jahren Freunde. Okay. Znači, ovdje obratite pažnju na ovaj for, pre, znači,
nešto što je bilo, a zeit znači da je nešto počelo u prošlosti i dalje traje. Zeit sieben Jahre, od pre 7 godina. A ovo je pre 7 godina, nešto se desilo u prošlosti. Idemo dalje, broj 5. Wir hatten viel Spaß zusammen. Wir hatten viel Spaß zusammen. Dakle, lepo smo se proveli zajedno, piše prevod. Glagol je ovde hatten. Znači, u pitanju je preterit glagola haben. Znači, imali smo mnogo, mnogo zabave zajedno, bukvalno. Ako prebacimo u prošle vreme, reći ćemo imamo. Wir haben viel Spaß zusammen. Znači, super se slažemo, super se provodimo. Wir haben viel Spaß zusammen. A u prošlosti, wir hatten viel Spaß zusammen. Spremni za narednu, da vidimo šta imamo ovde. Ich vergesse nie etwas. Nikad ništa ne zaboravljam. Ich vergesse nie etwas. Dakle, glagol vergessen. Zaboraviti. Ich vergesse nie etwas. Nikad ništa ne zaboravljam. Nisam ništa zaboravio. Znači, u prošlosti nisam ništa zaboravio, kako ćemo reći. Ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts vergessen. Dakle, glagol vergessen, infinitiv glagola je vergessen i particip 2 je vergessen. Ima isti oblik. Ich habe nichts vergessen. Ništa nisam zaboravio. Ich vergesse, ich habe vergessen. Broj 7. Hier gibt es nur ein Schlafzimmer. Hier gibt es nur ein Schlafzimmer. Ovde ima samo jedna spavaća soba. Znači izraz es gibt. Ima, nalazi se, postoji. Es gibt. Hier gibt es nur ein Schlafzimmer. I sad hoćemo da kažemo tamo je bila samo jedna spavaća soba. Znači tamo. Dort. Stavit ćemo preterit. Gab es nur ein Schlafzimmer. Znači, dort gab es nur ein Schlafzimmer. Znači, od es gibt, fraze u prezentu, u prošlom vremenu, koristimo perfekat, odnosno preterit, izvinjam se, i kažemo es gab, odnosno gibt es, gab es. Od gibt koristimo gab. Preterit treće lice jednine. Es gab. Bilo je. Odidemo dalje. Broj 8. Ist das der Mann an den du gedacht hast? Ist das der Mann an den du gedacht hast? Da li je to čovek na koga si mislio? E sad mi da bi prebacili to u prezent, reći ćemo da li je to čovek na koga misliš. Znači, u prvi deo ste isti. Ist das der Mann, an den du denkst. Ist das der Mann, an den du denkst. Znači, denken, u perfektu, du hast gedacht. U prezentu du denkst. Ist das der Mann, an den du gedacht hast? Ist das der Mann, an den du denkst? Idemo dalje, broj 9. Ich wollte dich etwas fragen. Ich wollte dich etwas fragen. Znači, ovdje imamo preterit modalnog glagola wollen. Želeo sam te nešto pitati. Ich wollte dich etwas fragen. U prezentu će biti želim te nešto pitati. Ich will dich etwas fragen. Ich will dich etwas fragen. Znači, ich wollte, želeo sam. Ich will, želim. Broj 10. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Gde počinjemo? Znači, glagol je anfangen. Početi.
Wo fangen wir an? Gde počinjemo? Znači, mi sad treba da pitamo i gde smo počeli. Znači, wo haben wir angefangen? Wo haben wir angefangen? Gde smo, odakle smo uopšte krenuli, počeli? Znači, ovde se svašta promenilo. Dakle, prvo što u prezentu, glagol je razvojni prefiks, pa smo razdvojili, znači wo fangen wir an. U perfektu ne razdvajamo, već u ovom slučaju smo ubacili g između. Znači, anfangen, angefangen, angefangen. Wo haben wir angefangen? Broj 11. Das dauert sicher eine Woche. Das dauert sicher eine Woche. To traje sigurno nedelju dana. Pesito, tako? Znači sad mi hoćemo da kažemo to je trajalo nedelju dana. Das hat sicher eine Woche gedauert. Das hat sicher eine Woche gedauert. Trajalo, gedauert. Znači, das dauert, to traje. Das hat gedauert, to je trajalo. Broj 12. Erkennst du hier jemanden? Prepoznaješ li ti ovde nekoga? Erkennst du hier jemanden? Dakle, u pitanju je glagol erkennen u prezentu. Du erkennst, ti prepoznaješ. Erkennst du, da li prepoznaješ? E sad, mi hoćemo da kažemo da li si prepoznao. Znači, hast du, tamo recimo, dort, nekoga, jemanden erkannt. Hast du dort jemanden erkannt? Znači, du erkennst, ti prepoznaš, du hast erkannt, ti si prepoznao. Hast du erkannt, da li si prepoznao? Erkennen, erkannt. Idemo dalje, broj 13. Jetzt erinnere ich mich daran. Jetzt erinnere ich mich daran. Sada se sećam toga. Znači, glagol sich erinnern. I sad da kažemo, setio sam se toga. Sada, recimo, damals, setio sam se toga. Habe ich mich daran erinnert. Damals, tada, u to vreme, habe ich mich daran erinnert. Dakle, erinnern, ima ovaj er prefiks koji se ne razdvaja i ne dodajemo g na te glagole koje počinju sa er. Znači, kao malo pre, erkennen, erkannt, erinnern, erinnert. Dakle, ich erinnere mich daran, ich habe mich daran erinnert. E sada, ich habe geklopft, aber ihr habt mich nicht gehört. Ich habe geklopft, aber ihr habt mich nicht gehört. Ja sam kucao, ali vi mene niste čuli. I sad, hoćemo da kažemo, ja kucam, ali me vi ne čujete. Present. Ich klopfe, aber ihr hört mich nicht. Ich klopfe, klopfen, kucati, ich klopfe, aber ihr hört mich nicht. Ali vi mene ne čujete. Ich klopfe, prošlo vreme, ich habe geklopft. Ihr hört, prošlo vreme, ihr habt gehört. Ok, idemo dalje. 15. Warum ist es hier so dunkel? Warum ist es hier so dunkel? Zašto je ovde tako mračno? Dakle, glagol je sein, biti, je
ist, je, warum ist hier so dunkel? Dakle, hoćemo da kažemo zašto je bilo mračno. Warum war es tamo, dort, so dunkel? Warum war es dort so dunkel? Zašto je tamo bilo tako mračno? Warum war es dort so dunkel? Zašto je, warum ist es hier so dunkel? Mit meiner Hilfe bekommst du den Job. Mit meiner Hilfe bekommst du den Job. Uz moju pomoć dobit ćeš posao. Mit meiner Hilfe bekommst du den Job. I sada hoćemo da kažemo uz moju pomoć dobio si posao. Mit meiner Hilfe hast du den Job bekommen. Pazite na ovaj. Znači, bekommen kao erkennen, bekommen. Znači, glagoli koji počinju na er, na be, nemaju g kada ih stavljamo u prošlo vreme u particip. Znači, bekommen kao vergessen. Vergessen, vergessen, bekommen, bekommen. Isto je infinitiv i prošlo vreme. Znači, du bekommst, ti dobijaš, du hast bekommen, ti si dobio. Dakle, mit meiner Hilfe bekommst du den Job. Mit meiner Hilfe hast du den Job bekommen. Broj 17. Was ist mit dem Fernseher los? Was ist mit dir los? Was ist mit etwas los? Znači šta se dešava? Glagol ist, prošlo vreme. Was war mit dem Fernseher sehr los. Znači šta nije bilo u redu? Was war mit ihm los? Šta nije u redu sada? Was ist mit ihm los? Morgen ist dein großer Tag. Sutra je tvoj veliki dan. Morgen ist dein großer Tag. Juče je bio tvoj veliki dan. Gestern war dein großer Tag. Juče je bio, gestern war dein großer Tag, morgen ist dein großer Tag. 19. Fühl dich wie zu Hause. Osjećaj se kao kod kuće. Fühl dich wie zu Hause. Mi možemo da reći, da kažemo du fühlst dich wie zu Hause. Ti se osjećaš kao kod kuće, pa da prebacimo u prošlo vreme ti si se osjećao. Pošto ovaj imperativ ne možemo da prebacimo u prošlo vreme. Znači da kažemo du hast dich, wie zu Hause, gefühlt. Znači du fühlst dich, du hast dich, wie zu Hause, gefühlt. 20. Endlich sehen wir uns wieder. Konačno se ponovo vidimo. Endlich sehen wir uns wieder. Dakle, sehen, present. E sad, konačno smo se ponovo videli. Će biti kako? Endlich haben wir uns wieder od sehen gesehen. Endlich haben wir uns wieder gesehen. Znači, endlich sehen wir uns wieder, endlich haben wir uns wieder gesehen. Sehen, gesehen. Ajmo dalje, 21. Hast du schon mit ihr gesprochen? Hast du schon mit ihr gesprochen? Znači, ovdje imamo već prošlo vrijeme. Da li si ti već sa njom razgovarao? Hast du schon mit ihr gesprochen? Prošlo vrijeme. Da li ti sa njom razgovaraš? Tako, hoćemo da pitamo, da bi prebacili u prošlo vreme, da li ti sa njom razgovaraš? Sprichst du mit ihr? Sprichst du noch mit ihr? Da li još razgovaraš sa njom? Znači, hast du mit ihr gesprochen? Da li si razgovarao? Sprichst du? Da li razgovaraš? Sprichst du mit ihr?
21. Du siehst heute so hübsch aus. Du siehst heute so hübsch aus. Ti izgledaš danas tako lepo. Aussehen. Glagol sa razvijenim prefiksom. U prezentu se razdvaja, u prošlom vremenu ne. Znači, du siehst heute so hübsch aus. Juče si izgledao lepo. Du hast gestern so hübsch ausgesehen. Sjećate kad smo rekli, kod razvojnih prefiksa ubacujemo g između prefiksa i glagola. Znači, du siehst hübsch aus, du hast hübsch ausgesehen. Ausgesehen. Keine Sorge, dein Geheimnis ist sicher bei mir. Bez brige, tvoje tajne sigurno sa mnom. Keine Sorge, dein Geheimnis ist sicher bei mir. Znači, ovdje imamo samo sein. I sad hoćemo da prevodimo u prošlost, sad ćemo reći keine Sorge, dein Geheimnis war sicher bei mir. Bila je, ali više nije. Dobro. Evo, slična rečenica. Već smo imali samo bio u pitanju der Mann, sad je die Frau. Ist das die Frau, an die du gedacht hast? Da li to žena na koju si mislio? Ist das die Frau, an die du gedacht hast? I sad hoćemo da kažemo da li je to žena na koju misliš. Znači, ist das die Frau, an die du denkst. Present. Denkst, prošlo vrijeme, gedacht hast. Ist das die Frau, an die du denkst. Evo, modern. Kann ich ihn vielleicht ganz kurz treffen? Kann ich ihn vielleicht ganz kurz treffen? Mogu li ja njega možda nakratko da se sretnem s njim, da porazgovaram sa njim? Kann ich ihn vielleicht ganz kurz treffen? Kad su pitanje modali, znači njih prebacujemo u preterit. Znači od kann ich postaje konnte ich. In vielleicht ganz kurz. I glagol opet u infinitivu, treffen. Znači, kann ich ihn treffen? I konnte ich ihn treffen? Konnte ich ihn treffen? Mach alles, wie ich es dir gesagt habe. Uradi sve, kao što sam ti rekao. Znači, ovo je imperativ, nećemo dirati. Mach alles, uradi sve. E sad, wie ich es dir gesagt habe, kao što sam ti rekao, mi ćemo da kažemo kao što ti kažem. Znači, mach alles, wie ich es dir sage. Ich sage, ich habe gesagt. Znači, mach alles, wie ich es dir gesagt habe, mach alles, wie ich es dir sage. Ich habe dich seit der Uni nicht gesehen. Ich habe dich seit der Uni nicht gesehen. Nisam te video još od fakulteta. E sad, znači, ne može se prebaci u prošlo vrijeme, ne viđam te od fakulteta. Ali da kažemo, ne viđam te često. Ich sehe dich nicht so oft. Ne viđam te. Ich sehe dich nicht so oft, nisam te video. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Es gibt, sjećate se, ima, nalazi se, rekli smo, ide u preterit, ne u perfekat. Es gibt einen kleinen Unterschied. Ima jedna mala razlika. Es gibt einen kleinen Unterschied. U prošlom vremenu će biti es gab. Es gab einen kleinen Unterschied. Es gibt, es gab. Bila je razlika. Das macht doch nichts. Nema veze, u redu je. Das macht doch nichts. Das hat doch nichts gemacht. Das macht nichts. Das hat nichts gemacht.
Ich wollte dir nur sagen, dass du den Job bekommen hast. Teo sam da ti kažem da si dobio posao. Ich wollte dir sagen, dass du den Job bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch. Čestitam. Želim da ti kažem da ćeš dobiti posao, da dobiješ posao. Od ich wollte dobijemo ich will. Dir. Nur sagen. Da. Ich will dir nur sagen, dass du den Job bekommst. Ich will dir sagen, dass du den Job bekommst. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte dir sagen, dass du den Job bekommen hast. Dass ich dobio posao. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das ist alles für heute. Tschüss.